Mit einem Fußballturnier wurde heute ein neuer Sportplatz am Pölbitzer Nordplatz eingeweiht. Zahlreiche Kinder der benachbarten Dittes-Schule haben die neue Anlage am Vormittag in Beschlag genommen. Aufgrund der Baumaßnahmen war der Sportunterricht in diesem Jahr bislang nur in einem Gymnastikraum oder auf dem Schulhof möglich. Der modernisierte Sportplatz bietet nun optimale Bedingungen. Wir werden erstmal die Anlage in Augenschein nehmen müssen, wie wir dann mit zwei Klassen hier gemeinsam Sportunterricht durchführen können, wie wir uns aufteilen. Wir können Basketball spielen, Ball über die Schnur, Fußball, die Laufanlage ist top, Weitsprunggrube, was uns jetzt in den letzten zwei Jahren alles gefehlt hat. Was immer noch fehlt, ist der Zugang zur neuen Sportfläche. Momentan müssen die Jungen und Mädchen der Dittes-Schule noch über das Gelände des Horts Sonnenschein laufen. Etwa 230.000 Euro hat die Stadt für den Umbau ausgegeben. Laut Oberbürgermeisterin Pia Findeis sei man damit im Kostenrahmen geblieben. Übrig gebliebenes Geld könnte zum Beispiel für die Installation weiterer Spielgeräte verwendet werden.